Was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Und zwar dachte ich mir, wir machen mal wieder ein Unboxing von einem Controller. Der Razer Waiju Ultimate ist am Start. Dieses Unboxing ist kein professionelles Unboxing, aber trotzdem möchte ich ihn euch zeigen. Zum Weiteren, ich kriege kein Geld dafür, es ist keine Produktplatzierung, Werbung und sonstiges. Und ja, ich würde sagen, lasst uns einfach starten. Let's go! So, das ist der Controller. Ich mache das in dieser Sicht, dass ihr mich auch seht, finde ich ein bisschen freundlicher. Und zwar ist das die Verpackung, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir machen sie jetzt einfach mal auf. Okay, es ist wie meistens bei Razer. Es ist einfach, ich zeige euch das mal. Eine Tasche wieder dabei und ein Kabel. Es gibt noch einen zweiten davon, aber da habe ich mich jetzt noch nicht so erkundigt. Da ist, glaube ich, keine Tasche dabei und so, und der ist auch günstiger. Der kostet auf jeden Fall 199 Euro momentan und ist schon ein SCUF-Preis und ist, glaube ich, auch mit SCUF mitentwickelt, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Was natürlich hier drin ist, wieder ein Kabel. Ihr könnt das, glaube ich, ihr könnt Kabel losspielen, so wie mit Kabel. Dann sind natürlich hier diese ganzen Anleitungen drin, keine Stickers diesmal. So, die Packung lege ich jetzt mal weg. Dann kommen wir nämlich zum wichtigeren Teil, und zwar hier. Diese Packung machen wir ganz einfach am Reißverschluss auf und dann da-da-da-da, haben wir hier den Controller, schwarz. Genau, hier haben wir den Controller, was ihr hier auch wieder wechseln könnt, was jetzt immer mehr, glaube ich, bei den Controllern wird. Hier mit Magnet sind wieder die Sticks und genauso das Kreuz kann man auch hier rausnehmen. Genau, jetzt. Das kann man auch rausnehmen. Man kann andere Sticks und ein anderes Kreuz reinmachen. Ist magnetisch. Hier sind auch welche dabei, die man austauschen kann. Genau, so, das war jetzt erstmal so das Allgemeine dazu. Jetzt schaue ich erstmal selber hier. Hier haben wir ein sehr, sehr super Grip. Das sieht nicht aus wie bei anderen, aber es rutscht auch nicht, also passt. Also es ist, ah ja, ich muss selber erst schauen, Leute. Hier haben wir Knöpfe, aber die nicht nach außen stehen. Ja, und die drückt man einfach. Hört ihr das? Genau, wir haben hier die Knöpfe hier oben wieder. Die waren bei dem anderen Controller auch. Ich tue euch mal am Ende verlinken die anderen Videos von dem Controller. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Genau, im Vergleich für euch auch. Hier könnt ihr auch einstellen. Ah ja, hier kann man USB, PC, PS4 einstellen. Ja, im Großen und Ganzen ist er wieder eigentlich ganz gut in der Hand. Hier habe ich halt meine Problemchen. Ich jetzt hier den normalen in der Hand habe, dass ich hier oben gar nicht dran komme. Seht ihr, weil meine Finger zu klein sind. Also ich muss mich da, die sind zwar leicht zu drücken, also es geht schon, aber ich muss mich da voll verkrampfen, weil ich muss ja auch hier halten, ne? Also hier dran kommen. Also es ist ein bisschen, wie gesagt, mach doch mal Controller für kleine Hände. Das ist halt wirklich wieder so ein Klotz hier. Also da werdet ihr der ein oder andere mit kleinen Händen Schwierigkeiten haben. Hier, weil wenn, normalerweise spiele ich so, so. Schaut, dann komme ich nicht dran. Muss ich immer zack, zack, weil so ist genau meine, also wie ich den Controller halte. Schaut, genau. Ja, also das ist immer noch so mein Faktor, wo ich sage, das geht nicht für kleine Hände. Aber an sich ist der Controller sehr schön wieder, einfach Standard, also ich denke es einfach Spaß gehalten. Und hier habt ihr auch noch das Touchpad, das habe ich jetzt ganz vergessen. Und ja. An sich ein schöner Controller. Er ist nicht so schwer, also vom Gewicht her. Ihr seht ja, schwupps, ich kann ihn leicht wieder fangen. Knöpfe drücken sich wieder leicht. Ja, das war einfach mal für euch ein Eindruck zu diesem Controller. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr schon so einen gekauft und seid ihr zufrieden oder eher nicht? Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in diesen Controller bringen. Wenn das Video euch trotz allem gefallen hat, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen, einen Kommentar, wie ihr den Controller findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei dem nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.